mein Haydn-Spiel ist die Suche nach dem singenden Melos ganz zentral. Eine objektive Distanz zu sich selbst einnehmen muss, damit er diese Duftessenzen mischen kann. Denn Haydn spielen ist das Mischen von ganz feinen Duftessenzen und nicht das Mischen einer Paella. D-Dur-Konzert von Haydn, das habe ich wie die meisten Klavierschüler bereits als Kind gespielt und habe es heiß geliebt. Ich kann mich erinnern, dass ich, also ich muss etwa 10 oder 11 Jahre alt gewesen sein, dass ich unbedingt eine Aufnahme hören wollte von dem Stück, das ich am Üben war, und habe dann mangels einer Schallplatte oder einer CD habe ich das Radiomagazin bei uns im Haus studiert, und das ging wochenlang so, bis ich gesehen habe, eines Nachts um 4 Uhr wird das Stück gesendet, und ich habe dann den Wecker gestellt und eine Kassette genommen und mir das dann aufgenommen. Das war dann meine erste Aufnahme des Stücks. Haydns Zeit wurden die Kadenzen improvisiert. Die wenigsten Pianisten sind heute noch imstande, aus dem Stegreif etwas Sinnvolles zu kreieren, an der Stelle, wo eben die Kadenz steht. Ich zähle mich leider auch zu denen, dass ich dann den Kompositionsauftrag meinem Freund, dem Komponisten Daniel Schnyder, gegeben habe, ist kein Zufall. Ich kann schwer erklären, warum ich ihn für einen heidnischen Wesensverwandten halte. Er hat die Klangsprache und den Witz und auch die Unschuld von Haydns Musik aufgenommen, so dass seine Kadenzen nicht als Fremdkörper wirken, obwohl sie natürlich nach Daniel Schnyder klingen. Aber ich finde, das ist eine sehr geglückte Synthese, Verschmelzung. Thank you.
Thank you.